halt mich an alte Sachen auf, dass die erhalten bleiben, das reizt mich. Dass man die, denken Sie mal, die sind ja schon 55 Jahre alt und die soll er nochmal so lange heben vielleicht. Gell? Vom Motor her habe ich keinmal gelernt, das ist immer noch die erste Maschine. Das ist noch der originale Boden von diesem Fahrzeug, der immer gepflegt wird, auch muss abgeschliffen werden, eingewachst, damit er auch so lange haltbar ist dann hier. Und das ist noch die Originalbepolsterung ebenfalls von dem Fahrzeug. Muss man pfleglich damit umgehen. Heutzutage hat man Planstoff dran und das ist sehr stabil natürlich. Wenn wir mit den Fahrzeugen unterwegs sind, werden wir oft angesprochen auf den Zustand und auf die Art des Fahrzeugs. Diese Fahrzeuge sieht man nicht mehr oft im Verkehr. Dadurch ist das unsere Visitenkarte. Es gibt auch Kunden, die mit diesem Fahrzeug umgezogen werden. Diesen Wunsch ermöglichen wir natürlich auch. Nein, die neuen Fahrzeuge sind natürlich anders ausgestattet wie die Fahrzeuge hier. Und sind leichter zum Fahren, weil die haben ja keine Servolenkung drin. Unser neuestes Fahrzeug in unserem Betrieb, inzwischen aber auch schon 7 Jahre alt, habe ich mit meinem Großvater zusammen abgeholt in Wörth im Werk. Wir sind dann zu SMG gefahren in Karlsruhe, haben das Fahrzeug ausbauen lassen, das Führerhaus ausbauen lassen auf 6 Sitzplätze. Fahren und fahren und fahren.